Zurück bei Manticore, Galaxy und Fire. Haben wir jetzt hier 5 Informationsteile zu suchen. Und da haben wir schon das erste. Und natürlich noch ein Schiffsteil. Mods. Oder Teilinformation. Nicht Informationsteile, Teilinformation. Müssen wir hier diese blöden Dinger hier platt machen. Na komm, wo bist du da? Danke. Das wird hier nochmal ein bisschen schwerer zu finden. Weil es hier wie so ein Trümmerfeld aussieht. Ich will eigentlich jetzt wirklich echt nur das Schiffsteil. Ich hab's befürchtet. Okay, dann ist es weit über mir. Irgendwo hier ist es, oder? Ja. Frage ist nur, wo. Ah, da. Was? Er reagiert schon wieder. Die Manticore reagiert auch. Was zum Teufel? Warum willst du, dass ich da lang fliege? Wo bist du denn jetzt schon wieder hin? Hä? Wahrscheinlich hier drunter oder so, keine Ahnung. Ah, da ist es doch. Das ist das nächste. Das geht schnell. Hier soll irgendwo gleich wieder das nächste sein. Nein, hier fliegen wir von weg. Ah, da oben. Ja, ich weiß, dass du es gesehen hast. So, und jetzt fehlt mir nur noch eins. Und das zu finden ist auch ganz einfach, weil es da ist. Eine Erkundungsmission, ich glaube, so schnell ging die noch nie. Na komm. Das ging jetzt verdammt schnell. Hätte ich eigentlich noch in die letzte Folge packen können. 16 Skillpunkte. Darf ich jetzt hier endlich upgraden? Ja, ich darf endlich upgraden. Die Hülle. Energie. Schilde. Das ist jetzt echt schwer. Wenn ich den upgraden möchte. Nein, den kann ich noch nicht upgraden. Okay. Auch noch nicht. Auch noch nicht. Ach, verdammt. Ich wollte mein Schiff upgraden. Das heißt, also ich kann jetzt ohne Probleme jetzt hier, die Schilde erhöhen. Und die Hülle. Done. Ruhe. So, und dann gehen wir in die nächste Mission. Geminus. Klingt fast schon wie ein Beat, ne? Respekt, okay. Mein Quartiermeister, Kirik Tast, hat mir einige interessante Infos zukommen lassen. Offenbar kennt er einen alten Freund von Chagall, Rick Bückt, einen Schmuggler und insgesamt sehr schleimiger Zeitgenosse. Er schmuggelt seltene Artefakte unter den Schiffen, die wegen der jüngsten Unruhen aus dem Sektor fliehen. Wir müssen ihn fangen und herausfinden, was er über Chagall und die Gragat-Piraten weiß.
Okidoki. Kein Problem. Wird erledigt. Check, check. Check, check, check. Microphone, check. Get down on the dance floor. Er sieht komisch aus, oder? Mit seinen 5 Augen. Aber gut. Rückt. Ah, Mann. Deep Silver, was lasst ihr euch da für komische Namen einfallen? Rückt. Okay, let's go. Our favorite quartermaster thinks he knows how to find Richtbicht. He is an unscrupulous fool. An octopod with no respect for anything. Even himself. I believe he's using the refugees fleeing the sector to cover his smuggling shipments. Two of these frigates should be his. We need to find them and destroy them. That will bring him to us. Haben wir für alle kaputt, ganz einfach. Chagall was not the only one this Richtbicht helped leave Vox's space. Show restraint when facing. Wir nehmen die Frachter. We need him for questioning, Kirk. He'll live. Hä? So, also den Frachter scannen. Aber wie? Ah. Flieg einfach mal nah ran. Na komm. You scan my cargo. You know too much. Na, wo sind sie? Boah, komm. Ja, was hast du für ein Problem, hä? Komm her. Alter, sind die schnell. Wow. Na komm her, Schnuckibots, komm. So, der nächste Frachter, der gescannt wird. So. That's one of them. We have to stop it. Ja, erstmal muss ich den da stoppen. Gibt's da nicht, danke. So. Schön viele Raketen verballern. Nummer 1. Ach, da ist ja der nächste. Und wir werden schon wieder abgefangen. Wow. So, Nummer 1. Na komm. Komm her, Schnuckiputz. Komm. Ja, so ist lieb. Ah, Mann. Alter, jetzt ist hier aber viel los. Euch das mal an, ey, was ich hier habe an Spaß. Jetzt wird es echt ein bisschen kniffliger, das Ganze. Ja, komm. Nein. Du kommst mir nicht. Jetzt habe ich dich. Jetzt bin ich hinter dir. Dein Hintern gehört mir. Alter, du bist ein echt schnelles Ding, ne? Das weißt du. So. Alter, wie eine kleine Mistfliege.
So. Der nächste Frachter. Wow. Das war ein bisschen zu doll. Zu viel des Guten. Oh, da kommen die nächsten. Na dann, lass mal die Spiele beginnen. Na komm, du kleine Schmeißfliege. Oh oh. Jetzt eine ballistische Waffen was? Ah, gut, nicht wirklich. Ach, wen haben wir denn da? Rückbackt. Wir können ein Deal machen. Es ist doch immer möglich, ein Deal zu machen. Ja, komm. Beschwer dich ruhig. Schön, dass ihr euch da unterhaltet. So, oh, danke für die Raketen. Die sind echt nützlich. Ah, eine. Super. Komm, wir wollen uns unterhalten. Lisa. Na komm. Ich krieg dich. Ah, damit macht's mehr Sinn. Ah, schön dahinter bleiben. Und tschüss. Now, get out of here. That tentacle-faced slug. You owe me one, Kirk. True clansmen owe each other nothing. You and that Vosk grit. Bring it in, kid. We need to get ready for a base assault. Komm gleich zurück. Wenn ich alles gefunden habe, ne? Ah, schön, noch ein Rang nach oben. Das finde ich gut. Jetzt müssen wir mal gucken, wo ich hier mich erstmal orientiere. Da ist schon mal nix. Ich muss gerade echt erstmal gucken, ob ich hier irgendwas so finde. Das ist ganz schön viel, was ich hier finden kann, ne? Da haben wir eins. Nummer eins. Das ist Nummer zwei. Das ist Nummer drei. Jetzt relativ flux hier. Relativ fix. Mal gucken, ob er hier ausschlägt. Na, ich glaube nicht, dass hier noch was sein wird. Muss man echt immer überall gucken. Obwohl es teilweise nervig ist, ist es aber auch spaßig, hier das zu suchen. Dazu beides seine Vor- und seine Nachteile. Cool wäre halt, wenn immer noch nebenbei so ein paar Kämpfe sind, um einen noch abzulenken. Also noch mehr Kämpfe, als es jetzt eh schon sind. Beim Ablenken, um das Ganze noch ein bisschen zu erschweren. Das würde dem Ganzen so eine klitzekleine Würze verleihen. Jetzt ernsthaft, genau das meinte ich doch. So, komm her.
Knocky Pots, komm. Und du willst auch noch, hä? So, danke. Oh, Raketen. Da. Damit waren es nur noch drei. Ach, und genau das liebe ich so. Muss ich nur gucken, wo ich jetzt schon war. Da ist der nächste. War ich da unten schon? Wir gucken hier einfach mal bei dem Portal hier. Bei dem Sprungportal. Ja, hier scheint was zu sein. Aber nicht genau hier. Das ist also hier irgendwo in der Nähe. Und das gilt es jetzt zu finden. Da ist es. Ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Da ist es. Oh, hier ist aber immer noch was in der Nähe. Frage ist jetzt, wo? Wenn ich es richtig sehe, müsste dahinter was sein. Ich glaube, es sehe ich so ganz leicht aus dem Schatten. Ja. Ich habe es richtig gesehen. Das heißt, jetzt fehlt mir noch ein Informationsteil, Leute. Dann sind wir sogar relativ gut durchgekommen. In den letzten zwei Folgen. Was mein Herz ein bisschen höher schlagen lässt für dieses Spiel. Einzige, was jetzt wieder negativ ist, ich suche wieder einen Teil. So. Der Bereich. Gehen wir Richtung Manticore. Aber auch hier ist jetzt erstmal aktuell noch nichts. Frage ist, kann ich hinter der Manticore noch was gucken oder nicht? Könnte hier überall gerade sein. Aber es schlägt hier einfach nicht aus. Rot. Hier ist es immer noch rot, ne? Oder? Komm mal, Schnucki putzt. Ah. Hier irgendwo noch, aber... Wo? Wo ist das letzte Teil, das wir suchen? Letzte versteckte Teil. Könnte überall sein. Überall und nirgendwo. Da ist die Manticore. Unter uns ist ein Planet. Frage ist halt, komme ich da hinten hin, ne? Ich glaube aber nicht, weil das ist ja wieder ein anderer Bereich, wo wir zwar schon mal waren, aber der ist nicht für uns gedacht. Da ist es. Sag ich doch, wir kommen ja gut durch. Oh, und es gibt sogar nochmal einen Kampf. Geil, 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 geil. Danke. Und weiter geht's. Bedankt mich ganz herzlich fürs Einschalten. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es im Manticore weitergeht. Und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschüss.